Kann jemand diese 11 Spieler, diese Bayern-Mannschaft, die wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt momentan ist und die beste Mannschaft aller Zeiten vom FC Bayern München darstellt, kann irgendein Verein da draußen diese Bayern momentan überhaupt schlagen? Wir werden es in der heutigen Folge unter anderem herausfinden mit einem Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg. Da geht es im DFB-Pokal-Viertelfinale ran. Und in der Champions League, da ist unser erster K.O.-Phasengegner niemand Geringeres als Manchester City, die sich unter anderem Thomas Müller und Robert Lewandowski von uns gekauft haben. Klingt doch, würde ich sagen, nach einer alles andere als langweiligen Folge der Bayern-Karriere heute. Vergesst natürlich nicht, wie immer auf die heutige Folge der Karriere einen Daumen nach oben dazulassen. Ist wirklich die beste Unterstützung, die beste Motivation für mich, hier weiterhin täglich Videos für euch zu bringen, beziehungsweise die nächsten zwei Wochen, wo ich deutlich mehr Zeit habe als vorher, mal richtig loszulegen und wirklich mal wieder täglich Videos zu bringen. Deswegen lasst wirklich gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Bayern-Karriere gefällt und ihr das Ganze hier supporten möchtet. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch sehr gerne ein Abo dalassen, um in der Zukunft keine weiteren Videos zu verpassen, genauso wie die Glocke aktivieren. Und es sieht tatsächlich so aus, als wäre die erste Simulation der heutigen Folge ein Unentschieden. In der Hauptstadt in Berlin gegen die Hertha gibt es tatsächlich nur ein 1:1. Auf unserer Seite hat Thiago das Tor gemacht, auf der anderen Darida. Daraufhin gibt es jetzt aber erstmal die erste Trainingseinheit der heutigen Folge, die von den Noten jetzt aber nicht so überragend aussieht. Ein A, dann haben wir noch ein C und drei Ds. Das geht auf jeden Fall besser, Jungs. Tatsächlich hat uns das Unentschieden gar nicht so wehgetan, wie man sehen kann in der Tabelle. Wir sind immer noch 10 Punkte vorne und das vor dem Tabellenzweiten, dem Hamburger SV. Auch interessant. Wir haben den zweiten Scouting-Bericht aus Nigeria vorliegen und da bin ich jetzt sehr gespannt. Der erste war ja nicht so überragend. Mal gucken, wie der zweite jetzt sein wird. Nee, der hat nicht wirklich viel Marktwert. Also der hat kein wirklich gutes Rating. Der Kollege ist einfach nur schlecht. Der Kollege ist auch nicht wirklich gut. Der Kollege auch nicht wirklich und der hier auch nicht. Zweiter Scouting-Bericht, Fazit aus Nigeria, auch mal wieder absoluter Müll. Zweite Auswärtssimulation der heutigen Folge, es geht ran gegen die 05er, gegen den ersten FSV Mainz 05, das Ganze wieder einmal auswärts. Wir lassen die Mannschaft einfach unverändert, liegen mal wieder 1:0 hinten, nicht so überragend. Also die Auswärtssimulation scheint momentan nicht wirklich auf unserer Seite zu sein. Ich überspringe das Ganze jetzt einfach mal, Ausgleich durch Sanchez, Führung durch Griezmann und am Ende bleibt es beim 2:1. Sehr stark und 3 Punkte geholt. Zweite Trainingseinheit der heutigen Folge sieht dann, finde ich, doch mal deutlich besser aus. 2 A's, ein B, ein C und ein D. Jetzt wird es das allererste Mal richtig ernst für die heutige Folge. Auswärts gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal-Viertelfinale. Das wird eine ziemlich haarige Angelegenheit werden. Tatsächlich gehen wir in dieses Spiel eher mit einer B-Besetzung rein. Wie man sehen kann, unter anderem Sané, Draxler auf den Flügeln von Anfang an, auf der Doppel-6 eben nicht Kroos und Thiago, sondern Goretzka und Tolisso. Die Viererkette besteht aus Alaba, Süle, Mustafi und Kimmich, also relativ standardmäßig. Bis auf Hummels eben und Manuel Neuer natürlich im Tor. Vorne natürlich unsere zwei absoluten Juwelen mit Griezmann und Paulo Dybala, die letzte Folge doch, würde ich sagen, schon ziemlich gut gegen Hannover 96 gespielt haben, als ich das Spiel selber gespielt hatte. Jetzt das zweite Spiel mit den beiden Neuzugängen, die beide umgerechnet fast 300 Millionen Euro gekostet haben. Auswärts im Pokal gegen den VfL Wolfsburg. Ich würde sagen, wir verlieren nicht allzu viel Zeit, starten rein ins Spiel und sehen uns gleich wieder. Zweimal ging es für uns im Pokal in die Verlängerung. Mal schauen, wie das Ganze heute aussehen wird. Auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Wir starten rein ins Spiel und sehen uns in der ersten Szene wieder. Los geht's. Ja, das ist richtig stark gemacht von Dybala. Das ist... Oh nein, was ist das denn für ein Abschluss? Das war so schön gespielt, wieder Griezmann und Dybala. Und dann der Abschluss mit dem schwachen Fuß. Und was ist das bitte für ein Schuss gewesen? Hau mir ab, bist raus. Und jetzt Griezmann mit Efe in die Mitte. Und der Ball geht auch nicht rein. Also bisher ist es nicht gerade das chancen- und torreichste Spiel gegen die Wölfe, gegen den VfL Wolfsburg. Also das ist jetzt vielleicht die zweite Gelegenheit von uns und keine davon war jetzt wirklich überragend. Ist bisher wirklich gefährlich aufs Tor gegangen, dass Castells groß parieren musste. Also, sind mal wieder die Pokalspiele, ne? Also, ich glaube auch mit einem Carrasco und mit einem Alexis Sanchez würde hier nicht viel anders laufen. Wolfsburg ist momentan einfach in dieser Situation, dass sie sehr viel klären können. Also wir kommen gar nicht überhaupt dazu, überhaupt mal aufs Tor zu schießen. Ich glaube, wir brauchen ein wenig mehr Tempo da vorne. Griezmann verlässt die Partie, Raketenwerner kommt rein. Mal schauen, was der bewirken wird. Ist ja unter anderem bekannt für sein Tempo, ist gut in Form. Vielleicht kann er ja ein Ding reinmachen, was uns hier in die nächste Runde bringen wird. Das ist zumindest so die Intention des Wechsels. Sané, zurück auf Werner, der kommt richtig gut durch. Und Timo Werner, gerade eingewechselt worden, der alte Raketenwerner. Wieder mal zur Stelle, 56. Minute und da gehen wir in Führung. Sané und Werner im Zusammenspiel und da steht es 1:0 für den FC Bayern. Da sehen wir es nochmal, ein ganz einfaches Doppelspiel. Ein ganz einfacher Doppelpass hebelt die komplette Wolfsburg-Defensive aus. Da war aber natürlich auch sehr, sehr viel Glück dabei, dass der Pass von Sané zurück auf Werner durch drei Wolfsburg-Verteidiger durchgeht. Aber das Glück
Es gehört eben dazu und es bringt uns die Führung. Timo Werner, der Torschütze, gerade eben eingewechselt worden. Ich würde mal sagen, wir haben hier einen verdammt krassen Supersub auf der Bank. Supersub, ich fühle mich hier schon wie ein Ultimate-Team. Jetzt kommt der FC Bayern Express. Jetzt kommt der FC Bayern Express und da ist das 2:0 direkt gefallen. Julian Draxler, nachdem der Ball von Timo Werner von Castelto pariert wurde, ist Julian Draxler zur Stelle und da steht es 2:0. Das ist eben jetzt so dieser kritische Moment, den sich kein Verein leisten möchte. Wenn das erste Gegentor nach langer Zeit gegen die Bayern fällt, dann ist das zweite nicht wirklich in weiter Ferne und da ist eben das 2:0. Julian Draxler, der Torschütze, und ich glaube, das Spiel sollte eigentlich so gut wie durch sein. Hoffe ich mal zumindest. Oh, das ist nochmal Wolfsburg. Auch mal das erste Mal gefährlich nach vorne gekommen nach über 90 Minuten. Aber im Endeffekt ist es für uns ein glanzloser 2:0 Auswärtssieg hier im DFB-Pokal Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg. Damit stehen wir als eine der ersten Mannschaften im DFB-Pokal Halbfinale. Mal schauen, gegen wen es da noch angehen wird. Draxler unter anderem heute mit dem Tor. Genauso wie Timo Werner. Es hat wirklich lange gebraucht, bis wir die Defensive der Mannschaft in Grün durchgebrochen haben. Es hat eine Einwechslung benötigt mit Timo Werner. 3 Minuten darauf folgte eben das 2:0 durch Julian Draxler. Und wir sind eine Runde weiter im Pokal. So kann es gerne weitergehen. Jetzt voller Fokus auf das Spiel gegen Manchester City. Ich glaube, irgendwie Heimspiel in der Bundesliga haben wir aber auch gar keine mehr. Das nächste Spiel für uns, die Generalprobe vor dem Spiel gegen Manchester City. Auswärts in der Liga gegen den FC Augsburg. Wir führen zwar nach der ersten Minute 1:0 durch Alexis Sanchez, aber es ist Augsburg. Es ist der Karrieremodus. Griezmann ist verletzt. Es würde mich nicht wundern, wenn Griezmann sich jetzt erstmal für 5 oder 7 Monate verletzt und Augsburg das Spiel noch gewinnen wird. Gut, das Spiel endet 1:1. Mal schauen, wie lange Griezmann verletzt ist. Eine 7 kommt tatsächlich vor, er hat eine Wadenzerrung und wird 7 Tage ausfallen, wird damit aber auch nicht gegen Manchester City spielen können. Ganz bittere Pille. Sprich, die Startelf für das Hinspiel gegen Manchester City wird folgendermaßen aussehen. 2, ich würde mal sagen, überraschende Namen stehen tatsächlich in der Startformation. Das ist natürlich Raketen-Werner, der aber, würde ich sagen, nicht mal unverdient drinne steht, also momentan von der Form her auch ein bisschen besser als Griezmann unterwegs gewesen. Steht eben vorne im Sturm und in der Rechtsverteidigung steht Benjamin Hendricks, einfach nur aus dem Grund, weil Joshua Kimmich tatsächlich für das Spiel gesperrt ist. Eine Folge der Bayern-Karriere wird erst eine richtige Folge der Bayern-Karriere, wenn natürlich auch eine Umfrage drin vorkommt. Jetzt einfach mal auf das i klicken und abstimmen, was ihr so bisher von Timo Werner haltet und ob ihr vor allem findet, dass er mehr Einsätze in der Startelf verdient hat. Der kommt momentan nämlich tatsächlich nur auf 12 Einsätze, davon vielleicht, keine Ahnung, 3 oder 4 von Anfang an. Es ist halt nicht gerade die größte Quote, wenn man das jetzt mit anderen B11-Spielern in Anführungszeichen vergleicht, wie zum Beispiel einem Leon Goretzka, Tolisso zum Beispiel, auch ein BF-Spieler, der halt deutlich oder die halt deutlich mehr Einsätze haben als eben ein Timo Werner. Dazu muss man aber sagen, hat der gute Werner schon eine 10 Scorer mittlerweile und man muss sagen, dafür, dass er so gut wie nie von Anfang an spielt, ist das eine verdammt gute Quote. Also findet ihr, dass Werner es deutlich öfters verdient hätte, von Anfang an in der Startelf wie eben jetzt gegen Manchester City zu stehen, oder denkt ihr, setzt da lieber auf die Erfahrung und die Qualität eines Antoine Griezmanns und lasst den Werner erstmal auf der Bank bleiben. Und dabei bitte nicht irgendwie nach Sympathie oder Unsympathie bewerten, sondern einfach, wie es eben ist. Wir haben die Leistungen von Werner, wir sehen, der Typ spielt nicht wirklich oft, der Typ spielt nicht lange, hat dafür aber immerhin schon 10 Scorer gemacht, also das ist eine verdammt starke Quote und bitte nicht irgendwie nach Unsympathie bewerten, nur weil man Timo Werner nicht mag, deswegen auf Nein zu stimmen. Also das Ganze einfach mal objektiv betrachten, wäre, denke ich mal, angebracht und damit würde ich sagen, starten wir jetzt rein ins zweite Spiel der heutigen Folge. Es geht ran für uns, das erste Spiel, das Hinspiel im Achtelfinale, auswärts in Manchester, gegen die Citizens, gegen die Sky Blues, los geht's. Guardiolas alte Liebe also gegen seine neue Liebe. Manchester City gegen den FC Bayern München im wunderbaren Etihad Stadium, was wir da schon im Hintergrund beleuchtet gesehen haben. Geht es also ran zum Champions League Achtelfinal-Hinspiel in England, in Manchester. Manchester City ja vor allem in Verbindung mit uns gebracht durch 2 Transfers, durch 2 Spieler, die sie sich von uns verpflichtet haben mit Thomas Müller und Robert Lewandowski. Und da sehen wir es auch schon. Lewandowski im letzten Spiel für die Sky Blues, für die Citizens 2 Tore erzielt. Also das ist wirklich ein ungewohntes Bild, Lewandowski in einem anderen Trikot als im Bayern München Trikot zu sehen. Die Formation von Manchester City mit Thomas Müller und Arjen Robben haben sie auch noch von uns damals für 60 Millionen verpflichtet. Mit Lewandowski, Aguero, De Bruyne, Delph, Silva, Walker, Mangala, Otamendi, Sergio Ramos, Danny Rose und Ederson im Tor. Also auch noch Ramos für die Innenverteidigung. Das sind echt
echt krasse Transfers von Manchester City. Dazu Ramos auch noch als Captain, also ich denke mal, das wird eine richtig spannende Begegnung werden und das als Champions League Achtelfinale. Das ist eigentlich ein finalwürdiges Spiel und damit würde ich sagen, starten wir rein in das Ganze und sehen uns in der ersten Szene wieder. Los geht's. Und da ist Timo Werner das erste Mal am Ball, setzt sich stark gegen Otamendi durch, verliert den Ball dann aber, schade. Kommt schon Alexis Sanchez mit dem langen Ball in die Spitze auf Timo Werner. Der bringt die Flanke in die Mitte, zurück auf die 21, das ist Dybala gewesen. Ecke kurz ausgeführt, Dybala, Carrasco schießt mal drauf und Ederson ist das erste Mal zur Stelle, das war schon mal verdammt gefährlich. Und Werner holt sich den Ball, sehr stark gemacht, zurückgespielt auf Alexis Sanchez. Der will ihn wieder durchstecken und das könnte jetzt einen gefährlichen Konter geben. Mit Aguero und Lewandowski in der Sturmspitze. Aguero, De Bruyne und Silva noch dahinter, aber wir sind zur Stelle und können das Ganze verhindern. Starkes Spiel, saustarkes Spiel. Timo Werner mit dem Ball in die Mitte, Dybala auf Alexis Sanchez und der geht's Meilen übers Tor. Mann, war das gut gespielt, aber der Abschluss, daran hat es momentan noch so ein bisschen. Der Druck auf Manchester City wird immer größer. Dybala gegen Mangala setzt sich ganz stark durch und mit links der Abschluss und Walker kann das Ganze wieder einmal in letzter Sekunde klären. Also wenn das so weitergeht, habe ich hier schon echt wieder Angst, dass Manchester City in Führung geht und das, obwohl wir hier gerade verdammt nochmal am Drücker sind. Oh, das Aguero, das Aguero! Ich hab's verschrien, Leute. Da ist das 1:0 für Manchester City. Und das mit dem ersten Torschuss. 32. Minute und Manchester City geht tatsächlich in Führung. Aguero, das allererste Mal hat der Argentinier freien Raum. Hier eben die Grätsche von Hummels vorbei und dann ist der Ball tatsächlich im Tor. Wie bitter ist das bitte? Erster Schuss Manchester City, erstes Tor, Aguero ist zur Stelle, auch wenn er mittlerweile vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Man merkt es, Sergio Kun Aguero nicht an, er erzielt hier das 1-0 und das könnte ein verdammt wichtiges 1-0 für Manchester City sein. Und jetzt die nächste Gelegenheit, Dybala, Dybala! 41. Minute, Ausgleich Bayern und da ist das alles Entscheidende, das vielleicht im Endeffekt alles Entscheidende Auswärtstor. Das, was wir hier auf jeden Fall mitnehmen wollten, wir haben es, das Auswärtstor aus Manchester, Paulo Dybala ist der Torschütze, ich weiß nicht, was das vorher war, ich weiß nicht, war es ein Schuss, war es eine Flanke, auf jeden Fall, Ederson liegt dann ziemlich benommen am Boden, muss gerade erstmal aufstehen und dann ist eben die Lücke da frei zwischen Otamendi und Ederson, auch noch durch die Beine von Otamendi ins Tor hinein, ins Glück hinein und da ist der Ausgleich durch Paulo Dybala, die Argentinier hier auf beiden Seiten mit den Toren. Erste Halbzeit vorbei, das Fazit sieht eindeutig aus, wie dominieren die Partie, das Anti-Guardiola-Spiel, schön früh draufgehen, den Spielern von Manchester City gar nicht die Chance lassen, irgendein Passspiel aufzubauen und so läuft das Ganze bisher alles andere als schlecht, also es sieht bisher ziemlich gut für uns aus. Ich denke mal, ein 2:1 Auswärtssieg wäre hier tatsächlich möglich, aber man hat am Tor von Aguero gesehen, Manchester City braucht scheinbar auch nicht gerade viel, um ein Tor zu machen, deswegen volle Konzentration. Drei Wechsel sollen es für uns richten, Werner, Sanchez und Carrasco verlassen die Partie, James, Draxler und Leroy Sané kommen rein, Dybala jetzt in der Sturmspitze, ich bin gespannt, wie das jetzt mal funktionieren wird. Jetzt aber erstmal Ecke City, kurz ausgeführt, Silva bringt ihn in die Mitte, Silva bringt ihn in die Mitte und da ist Nicolas Otamendi. Mendy zum 2:1 für Manchester City. Wie bitter ist das bitte? 72. Minute. Es ist wirklich der zweite Ball auf unser Tor. Und es ist das zweite Tor für Manchester City. Wie unfair ist das bitte? Also wie unfair kann Fußball sein? Man sieht es. Silva mit der Flanke. Und wer deckt denn den Otamendi da? Ja, niemand ist das Problem. Hummels steht zwischen Aguero und Otamendi. Keiner steht beim Argentinier. Und es ist das 2:1. Für die Citizens, für Pep Guardiola, bittere Pille für uns, aber jetzt haben wir eben nochmal knapp 20 Minuten Zeit, um irgendwie das 2:2 zu machen und das wird jetzt auf jeden Fall das Ziel für das Spiel sein. Auch wir haben einen Spieler von Manchester City geholt und das ist niemand Geringeres als Leroy Sané und da sieht man auch, warum wir den verpflichtet haben. Leroy Sané, der Ball in die Mitte, da ist Julian Draxler und da ist der Ausgleich. Mein Gott, meine Stimme geht hier schon weg. 87. Minute und die beiden Supersubs schlagen im Duett zu Leroy Sané. Mit der Flanke auf Julian Draxler und da ist der Ausgleich. 87. Minute, jawoll. Wunderbar gemacht, Sané mit dem Turbo auf der rechten Seite, flankt ihn rein. Draxler nimmt den volles Risiko per Volley, Dropkick ins Tor hinein und da ist der Ausgleich. 2:2 durch, was ein wunderbares Tor. Guardiola und City kassieren dann doch nochmal den Ausgleich, können sich hier nicht als Sieger sehen, aber das Spiel ist ja noch nicht ganz vorbei.
Ein 2:2 im Etihad Stadium, das verspricht, würde ich sagen, ein absolut spannendes Spiel in der Allianz Arena. Ein verdammt spannendes Rückspiel. Guardiola und Manchester City waren heute nicht gerade die bessere Mannschaft. Also wir hatten schon die besseren Gelegenheiten, waren deutlich mehr im Spiel drin, aber im Endeffekt geht es 2:2 aus. Die Citizens waren sehr effektiv vor dem Tor. Zwei wirkliche Schüsse waren es. Zwei Tore waren es dann auch im Endeffekt. Also ich würde mal sagen, das Rückspiel wird ein richtiger Kampf werden. Es wird ein heißer Tanz dann in der Allianz Arena. Aber bis dahin haben wir, würde ich sagen, noch einiges an Zeit und unter anderem noch den deutschen Klassiko vor der Brust. Irgendwie muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, war der deutsche Klassiko mal ein ziemlich spannendes Spiel, wo es um Platz 1 oder 2 ging. Und jetzt sind wir gerade Erster und Dortmund ist 12. Kommt zwar auch eine 1 und eine 2 drin vor, aber nimmt irgendwie, finde ich, so ein bisschen den Reiz von dieser krassen Partie weg. Das Spiel und wahrscheinlich dann auch das Champions League Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City wird es dann erst in der nächsten Folge zu sehen geben. Ich hoffe, die heutige Folge der Bayern-Karriere hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde mich wirklich mega freuen, wenn wir 3000 Likes auf die heutige Folge packen würden. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr sehr gerne ein Abo dalassen, um in der Zukunft keine weiteren Videos zu verpassen. Und an der Stelle verabschiede ich mich. Wünsche euch noch einen wunderbaren Start in die Woche, einen wunderbaren Montag. Bis dahin, haut rein und ciao, ich bin raus.